Ja, gut gesagt. Willkommen zu einem neuen Teil der Vinylanschaffung im September 2024. Und was wir da so alles Neues auf den Plattenteller bekommen haben, dranbleiben, es lohnt sich. So, kommen wir doch mal zum ersten Zufallsfund. Die habe ich gefunden, beziehungsweise ich habe von der Veröffentlichung überhaupt nichts mitbekommen, weil die Jungs wieder vollkommen zugedröhnt waren und vergessen haben, dass sie eine EP veröffentlicht haben. Und zwar rede ich hier von Stage War mit Interlude to Self-Destruction. Eine schöne kleine 10-Inch, ein Format, was ich wirklich sehr, sehr gerne mag, in einer gefütterten Innenhülle, in einem schönen, transparenten, roten Vinyl. Ja, hatte ich mich mit dem Kimon getroffen, im Proberaum, und sagt er, ja, auch willst du mal hier die Aufnahmen von unser neuem Album hören und sonst irgendwas? Und so, ja klar, lass mal hören und so. Sag ich, wann kommt die nächste Scheibe? Letztes Jahr schon ein bisschen her. Dann sagt er, wir haben doch letztes Jahr eine veröffentlicht. Dann sag ich, ja, und wieso weiß ich davon nichts? Ja. Sagt er, oh ja, haben wir wohl nicht so gut Werbung gemacht. Naja, auf jeden Fall, jetzt habe ich sie von 2023, die EP Interlude to Self-Destruction. Water is ass in his blood, there is no master and no god. Decision to make. Mit 5 Songs, limitiert auf 300 Stück, handnummeriert. Schönes Ding, kann man nur bei Stage War direkt beziehen. Also irgendwie wahrscheinlich über Facebook anschreiben und dann könntet ihr auch in den Besitz einer 10-Inch kommen. Ich mag dieses Format unheimlich gern. Das finde ich genau richtig von der Länge her. So, dann gab es da noch ein kleines Mitbringsel-Geschenk vom Kunz. Und zwar, also was vollkommen atypisches, was man jetzt so nicht bei uns erwarten könnte, aber trotzdem nicht schlecht. Und zwar DJ Poolboy mit Stay Just a Little While Longer. Und nochmal DJ Poolboy, Forever Yours. Und das sind auch richtig schön. Das ist so Minimal Techno Elektronik. Ja, ich würde mal sagen Minimal Techno oder House, was auch immer. Aber guck mal hier, schneeweißes Vinyl, die eine. Sehr schön, sieht richtig edel aus, das Ding. Die Musik ist auch gar nicht mal schlecht. Wir hatten das nochmal versucht zu eruieren. Das ist wie Fahrstuhlmusik, nur nicht nervig. Sehr entspannte, gute Fahrstuhlmusik. Also wirklich absolut minimalst gehalten. Und hier die andere, ist übrigens eine Doppel-LP, Just a Little Longer, Stay Just a Little While Longer. Die ist transparent. Ja, kann man mal machen ab und zu, ne? wenn die Stimmung passt, kann man sich das durchaus mal auflegen. Ist wirklich, macht Spaß, ist nicht langweilig, auch wenn es so richtiges Minimal-Zeug ist, Minimal. Geht schon klar. So, kommen wir zum zum Klopper. Und zwar, ich wollte sie schon lange haben. Jetzt habe ich sie endlich bekommen. Ich kann die auch nur zensiert jetzt hier rein zeigen.
Das ist ein einfaches schwarzes Vinyl, das läuft auch gerade da hinten. Das kann ich aber auch nicht zeigen. Deswegen zeige ich euch das so. Und zwar rede ich hier von Rompeprop mit Hellcox Pornflakes. Ist eine EP von denen, auf 45 Umdrehungen aufgenommen. Ja, ist Gorgrind mit Harmonizer Vocals, aber ich würde Rompeprop, die gehören da schon so ein bisschen auch mit zu den Pionieren, und wer die mal live gesehen hat, der weiß halt auch, dass das alles sehr amüsant ist, was sie da auf der Bühne fabrizieren. Einfach eine spaßige Angelegenheit. Für die zarten Gemüter ist das natürlich nicht geeignet. Ja, da habe ich mich sehr drüber gefreut, dass ich sie dann doch mal letztendlich habe. So. Legen wir sie mal ganz vorsichtig weg, so dass man nichts sehen kann. Jetzt kriege ich hier Donnerwetter vom Allerfeinsten. Ja, was haben wir noch? Ach, es sind noch drei Alben. Was fangen wir denn mal an? Ja, komm. Ich habe so lange drauf gewartet. Und endlich habe ich mir eine Version abgreifen können. Leider sage ich jetzt in dem Fall als Doppel-LP. Aber endlich ist sie da. Chainsaw Dismemberment von Mortician. Ja, ist als Doppel-LP rausgekommen, somit ist er eine 45er, läuft auf 45 Umdrehungen. Ist aber gut aufgenommen vom Sound her, macht Spaß, kann man gut hören. Und das Vinyl, ich gehe mal davon aus, dass die sowieso schon längst wieder vergriffen ist, aber ich muss trotzdem mal zeigen, das sieht so geil aus. Blaues, halbtransparentes Vinyl mit roten Splatter. Rot-schwarzen Splatter sogar. Das sieht so abgefahren aus, so in echt. Ach, großartig. Das ist ein Album, da habe ich, das stand ganz groß mit auf meiner Liste von Alben, die ich gerne auf Vinyl hätte. Stand das auch mit drauf, jetzt habe ich sie. Kann ich schon mal eins mit runterstreichen. Mortician Chainsaw Dismemberment. Endlich. Ja. Tolles Artwork von Wes Benscoter. Bein ist ab. Hat wohl wehgetan. So sieht es zumindest aus. Großartiges Ding. Richtig schön. Death Metal. Brutal Death Metal. Ja gut, ich meine, wir hatten sie auch schon in der Iggy Rock gehabt. Wenn du über brutale Musik redest, dann kannst du natürlich Mortician nicht unerwähnt lassen. Auf gar keinen Fall. Ich meine, hier wäre sogar ein Song drauf, der Brutality heißt. Ja, Brutalized. Ist es hier drauf auch schön, habe ich mich sehr gefreut. Hinten noch mal mit der Motorsäge und Texte rot auf rot gedruckt. Tolle Idee, gefällt mir gut. Da habe ich mich sehr drüber gefreut, über dieses Album das noch mal ergattern zu können. Die ist auch, glaube ich, ganz, ganz streng limitiert auch. Mal wieder. Das ist ja was ich nicht ganz so nachvollziehen kann. Wie viel ist die? Ich glaube, die war auf 300 oder 250 limitiert. Jetzt habe ich sie mir ins Auge gestochen. Egal, wir leben noch. So. Ja, nächstes Album. Da werden jetzt mit Sicherheit einige Schnappatmung bekommen.
ist mir aber gerade mal komplett egal. Und zwar rede ich von der wunderschönen, wunderbaren Veröffentlichung von Merlina So Sad mit dem Album Burg zum Kingdom. Da haben wir das Artwork angelehnt an irgendein Burg zum Album. Ich weiß gar nicht, wie sie jetzt ad hoc heißen, weil so ein großer Burzum-Fan bin ich nicht, aber ich finde dieses Album großartig, weil das halt so Chiptune Burzum-Cover-Versionen sind. Ja, und da haben jetzt schon mal hier die Tage hat eine reagiert, oh um Gottes Willen, da steht Burzum drauf, das unterstützt man nicht. Das hat ja mit Unterstützung von irgendeinem fehlgeleiteten Neufranzosen eigentlich relativ wenig zu tun. Ich meine, der hat diese Musik, hat er damals geschrieben, da war noch nichts mit irgendwelchen Kontroversen, da gab es auch noch keine Morde und sonst irgendwas. Ja. Also ich muss mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Auf jeden Fall ist das sowieso nur ein Coveralbum, also der Herr Vikernes oder Louis Cachet, wie er jetzt heißt, verdient damit sowieso kein Geld. Die Rückseite ist auch sehr schön illustriert. Die gefällt mir sogar viel besser und habe die als meine Vorderseite genommen mit diesem lustigen Zauberer. Ich finde das richtig toll. Das gefällt mir wirklich gut. Muss ich jetzt halt mal sagen. Das ist so 8-Bit Gameboy Chiptune Dungeon Synths irgendwas, eine Mischung mit Burzum-Covern, mit stellenweise tanzbaren Geschichten, so ein bisschen Techno-Beat, aber auch mal ein Walzer mit eingeflochten und so. Schöne Sache. Klingt ein bisschen morbide. Insgesamt eine sehr triste Atmosphäre, aber doch auch irgendwie sehr fröhlich und goldig. Also das Artwork passt da überhaupt nicht hin. Eher das. Das beschreibt eigentlich die Musik besser. Und jetzt muss ich euch auch mal die Platte zeigen. Die ist nämlich ein richtiges Schmuckstück. Und es ist die ganz normale, reguläre Pressung. Es muss auch noch welche geben. Guckt euch das mal an. Transparent. Ja, hier auf dem Display sieht es blau aus, aber es ist auch so lila gehalten, genau wie das Artwork. Sehr schön. Und hier die Krötenzauberer, auch sehr lustig, die Kröten, die sind auch kontinuierlich auf den Stücken zu hören. Ein tolles Ding. Also wer mal ein bisschen was hören will, was so aus dem Rahmen fällt, was so nicht wirklich in irgendein Schema passt, dem kann ich das hier empfehlen. Das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Album. Ob ich mich damit jetzt die Nesseln setze oder nicht, weiß ich gar nicht. Ist mir aber egal, es ist sehr schöne Musik. Und wenn ihr das jetzt auch gerne hättet, gibt es hier jetzt noch von mir, Achtung, einen Download-Code. Wer zuerst kommt, mal zuerst. So, dann haben wir jetzt noch eine Platte da. Die ist schon vor, ich glaube, 4 Monaten ist es schon erschienen. Jetzt habe ich sie mir endlich geholt, weil sie da waren vor Ort, weil mir das Porto zu teuer war. Kannst du auch nur bei der Band direkt bestellen in Holland. Und da kostet das Porto einfach mal 12 Euro. Weil alles, was größer ist wie eine CD-Hülle, wird in Holland als Paket verschickt. So, manch einer wird sich jetzt denken oder schon wissen, bei wem es sich handelt. Und zwar The Monolith, Death Cult, The Demon, Who Makes Trophies of Man. Das ist das neue Studioalbum von Monolith, Death Cult. Oh, das, wie viel ist es eigentlich? Ich weiß es jetzt gar nicht.
schönes Ding. Mit, ach na, kommst du mal da raus, du. Ja. So. 8 Songs sind drauf und davon sind 3. 3 Songs sind neu aufgenommen oder geremixed. Jetzt mag ich ja nicht denken, was, dann kriegst du ja nur 5 neue Songs und dann nochmal diese 3 Remixe. Die sind aber so gut geremixed, dass man jetzt eigentlich, dass man eigentlich der Meinung ist, dass mit neuen Songs zu tun hat. Wirklich gut gemacht. Und ein schönes, ja, Industrial Death Metal Album. Supreme Avantgarde Death Metal. Monolith Duskalt, The Demon Who Makes Trophies of Man. Perché hace trofeos de los hombres means the demon who make trophies of men. Titel ist natürlich aus dem Predator-Film, aus dem ersten Teil, der Dämon, der aus unseren Männern Trophäen macht. Und die Platte ist in einem schönen Orange gehalten. Hier sind wir jetzt auch mal thematisch, gut, mal abgesehen von den Remixen, sind wir thematisch mal wieder so ein bisschen vom Krieg weg und sind so ein bisschen in der Science-Fiction und der Horrorliteratur drin. Mit Predator halt, Gog Magog, das sind ja, sind das jetzt sogar babylonische? Sumerische Sagengestalten, Monstren, was auch immer gewesen, keine Ahnung. Dann haben wir noch eine Begegnung mit Cthulhu in The Nightmare Corps, City of Clay. Sehr schön. Und natürlich wieder so ein Song, wo sie sich selber huldigen, die Arschlöcher mit Three-Headed Death Machine. Richtig schönes, gutes, saftiges Monolith Deskalt Album. Inzwischen sind sie dazu übergegangen, dass sie weitestgehend auf Blastbeats verzichten, weil sie selber sagen, dass sie, dass der Death Metal eigentlich jetzt soweit auserzählt wurde mit zu viel Blastbeats und sonst irgendwas und setzen halt neue Elemente rein, elektronische, tanzbare Elemente, um der ganzen Sache einen neuen Schliff zu geben. Und das machen die halt verdammt gut. Und ich meine, wer sie jetzt auf dem Hessian Underground Brutality gesehen hat, wird mir da, glaube ich, zustimmen. Das ist schon eine sehr innovative Form des Death Metal bzw. des Extreme Metal. Ja. So. Dann sind wir eigentlich hier durch mit allen Alben. Aber eine Kleinigkeit hatte noch, irgendjemand hatte noch Interesse an Ilsa gehabt und so. Und hier habe ich jetzt natürlich noch die Möglichkeit für euch, dass ihr Ilsa, dass ihr euch das runterladen könnt. Habe ich noch irgendwo bei meinen, auf meinem Schreibtisch gefunden. So. Das war's Platten-Update. Wieder ein bisschen kürzer ausgefallen, aber ich dachte, ich halte es einfach ein bisschen kürzer und knackiger. Ach, dass das jetzt wieder so epische Längen erreicht. In diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Nodin.